Jo Leute, und damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video und wir gehen direkt mal auf den Shop, denn der sollte gleich auch schon da sein. 3 Sekunden noch, 2 Sekunden und dann mal schauen, was jetzt reinkommt. Everybody loves me zurück. Okay. Es sieht jetzt noch nicht so besonders aus. Darunter noch weitere vorgestellte Sachen und hier die täglichen Sachen. Okay, auch heute scheinbar nichts Besonderes. Gestern wurden ja die ganzen Naruto-Sachen entfernt und somit ist auch der Hintergrund vom Shop jetzt wieder normal blau. Hat sich das auch verändert. Aber hier unten ist wohl noch alles gleich geblieben. Auch die Pakete scheinbar, ja. Yep. Okay, dann fangen wir mal oben an mit Everybody Loves Me. Ist nice wegen der Musik. Cooler Ikonenreihe-Tanz. Ist noch relativ neu und heute dann auch nochmal am Start. Daneben die Finsterbomber zurück. Hier mit diesen ganzen Würfelschriftzeichen, sage ich mal, ist auch ganz nice gewesen mit dem Rückenteil hier. Und dann gibt es noch die passende Hacke und auch noch einen Gleiter. Sind sehr, sehr coole Sachen. Windläuferin Echo daneben auch nochmal zurück. Relativ günstig und die ist auch ein bisschen reaktiv wegen diesen Tattoos. Sieht man, glaube ich, genau hier an der Seite. Das ist auf jeden Fall reaktiv. Ja, ist ganz cool. Und dann gibt es noch Blüte daneben auch nochmal zurück mit dem Rückenteil und der Hacke hier. Ist halt so ein kleines Skin-Set, kann man sagen. Und dann gibt es noch Alien-Augen, die passende Lackierung von ihm. Und ansonsten das Lura-Paket nochmal zurück mit einmal der Dynamo und dem maskierten Zorn. Sind auch schon echt alte Skins aus Season 5. Hier gibt es dann noch im Paket die Hacke und den passenden Gleiter. Das Zeug kann man sich natürlich auch einzeln kaufen. Das Paket an sich ist schon ein bisschen neuer, glaube ich. Damals konnte man die Sachen halt nur einzeln kaufen, mittlerweile habe ich auch ein Paket mit einem bisschen Rabatt. Dann geht es nochmal über Lebenskünstler zurück, ist auch schon echt uralt aus Season 1, aber sehr, sehr oft am Start, also auch nichts Besonderes. Weiß daneben ist für den Preis auch wieder ganz okay, ist aber auch sehr oft am Start, muss man sagen. Und dann gibt es daneben Oldschool, ziemlich fröhlicher Tanz. Und dann gibt es noch The Renegade, auch einen Ikonenreihe-Tanz. Sehr, sehr bekannt. Dann gibt es noch so fertig. Klatscht in die Hände und ist halt fertig. Und es gibt noch Charlene Setup. Und an der Stelle gucke ich mal, wie lang das Zeug her ist. Okay, man kann sagen, vorne die Sachen hier einen Monat her. Da hinten der Blüte und diese Lackierung 2 Monate her. Ansonsten der gesamte Shop nach einem Monat zurück. Und mir ist eingefallen, jetzt sollte auch das neue Crew-Paket am Start sein. Ich glaube, das sieht man hier noch nicht. Ich starte einfach kurz mal neu. Und da ist es, das neue Crew-Paket. Hier gibt es dann einmal die Würfelassassinen. So sieht die aus. Ist auch so ein bisschen reaktiv. Okay, sieht schon mal nice aus. Überall hat auch wieder mit diesen Würfelschriften. Dann gibt es noch das Rückenteil. Kubismus. Okay, hier ist dieser Würfel dann drin. Sieht schon nice aus, alles in diesem Würfellook. Dann gibt es noch eine Hacke dazu. Die Würfelhacke. Und eine Lackierung. Und dann gibt es halt noch diesen Stil, sage ich mal, für dieses Rückenteil hier. Okay, also neues Crew-Paket geht auch heute am Start. Ist dann, denke ich mal, so das Besondere vom Shop und das war's auch schon.